Einfacher, schneller, günstiger. Drei entscheidende Vorteile des neuen Casafino One Modulbauelements gegenüber herkömmlichen Fenstersystemen in der Massivholzbauweise. Bislang wurden neben dem Fenstermonteur ein Rollladenbauer für die Verschattung benötigt, ein Fachmann für die Bauwerksabdichtung sowie auch ein Verputzer. Das neue Casafino One Modulbauelement macht jetzt die kosten- und zeitintensive Koordination all dieser Gewerke überflüssig. Auf diese Weise verkürzt Casafino One den Bauzeitenplan um 4 bis 6 Wochen, denn es fasst sämtliche Facharbeiten für die Montage in einem einzigen Produkt zusammen. So bietet Casafino One alles in One. Das gesamte System ist sorgfältig auf Dichtheit geprüft und bietet so verlässliche Sicherheit für den Bauherrn und den Verarbeiter. Die Montage der Casafino One Modulbauelemente übernimmt auf Wunsch geschultes Fachpersonal von BayWa Baustoffe. Auch die Materialien und Werkzeuge, die man für die Montage der Casafino One Modulbauelemente benötigt, beschränken sich vergleichsweise auf ein Minimum. Zur leichteren Handhabung an der Baustelle wird jedes Modulbauelement auf einem Transportgestell komplett vormontiert angeliefert. Es enthält bereits Fenster, Beschattung, vorverputzte Laibungen sowie Abdichtungsvorrichtungen. Vor der Montage jedes Casafino One Modulbauelements wird zunächst die Klebe- und Abdichtungsmasse auf die Massivholzwand aufgetragen. Im oberen Bereich wird eine zusätzliche Klebeschicht aufgebracht, damit die Dichtigkeit des Rollladenkastens absolut sichergestellt ist. Bei bodentiefen Elementen wie Balkon- und Terrassentüren, die auf eine Betonbodenplatte montiert werden, wird nun der Abstand zwischen der Bodenplatte und dem Modulbauelement ermittelt, um diesen Abstand anschließend mit Distanzklötzen auszugleichen. Durch das Auflegen der Wasserwaage wird der lotrechte Einbau des Casafino One Modulbauelements sichergestellt. Nach dem Auflegen des Elements auf die Montagehilfen wird es noch einmal präzise ausgerichtet. Dann kann mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben direkt die Zarge montiert werden. Alle Casafino One Modulbauelemente sind werkseitig bereits mit Bohrungen versehen, um die Montage zusätzlich zu erleichtern. Wenn die ersten beiden Schrauben befestigt sind, erfolgt eine erneute Kontrolle der lotgerechten Ausrichtung. Anschließend können die restlichen Montageschrauben befestigt werden. Um das Abdichten eines bodentiefen Casafino One Modulbauelements vorzubereiten, wird zunächst zur Haftungsverbesserung das Bodeneinstandsprofil angeschliffen. Dann erfolgt die Säuberung der abzudichtenden Elemente und der Fuge. Sofern vorhanden, müssen grobe Einschlüsse im Beton zusätzlich ausgebessert werden. Bevor die Handwerker mit dem Abdichten beginnen, müssen noch die Formel Pro Innen- und Außenecken eingepasst werden. Zum Anmischen der Formel Pro Reaktivabdichtung 2K wird einfach die B-Komponente zur A-Komponente hinzugefügt und beide werden dann für mindestens 2 Minuten mit einem langsam laufenden Rührgerät vermengt. Nun können die Monteure die erste Lage der Formel Pro Reaktivabdichtung 2K direkt mit einem Spachtel bzw. Zahnspachtel auftragen. An den Ecken und auf den Dichtbändern bietet sich die Verwendung eines Quasts an. Sobald die erste Lage vollflächig aufgetragen wurde, muss sofort das Formel Pro Portaldichtband in die noch feuchte Formel Pro Reaktivabdichtung 2K eingearbeitet und glattgezogen werden. Nach etwa einer Stunde ist durch die optische Trocknungskontrolle in Form einer Farbveränderung ersichtlich, dass die erste Lage ausreichend getrocknet ist. Dann kann das Portaldichtband an den Übergängen etwa 5 bis 10 cm breit mit einer zweiten Lage überspachtelt werden. Eine solche Abdichtung ist nur für bodentiefe Casafino One Modulbauelemente wie Balkon- und Terrassentüren notwendig. Bei Elementen mit Brüstung inklusive Fensterbank im Außenbereich ist dies nicht erforderlich. Auf der Innenseite kann zwischen dem Casafino One Modulbauelement und der Bodenplatte die Abdichtung mit Formel Pro Pistolenschaum vorgenommen werden. Hierzu wird die Fuge vollständig ausgeschäumt. Anschließend wird diese mit einer Abdichtungsfolie verklebt. Zur Befestigung des Modulbauelements auf der Innenseite werden Montagewinkel mit der Bodenplatte verschraubt. Zu diesem Zweck werden zuerst an den entsprechenden Stellen des Montagewinkels Löcher in die Bodenplatte gebohrt, dann mit einem Hammer Schwerlastanker in den Bohrungen versenkt. Im Obergeschoss und für Brüstungselemente wird zur sicheren Anbringung eines Casafino One Modulbauelements zusätzlich eine Montagehilfslatte benötigt.
Diese wird zunächst an der Wand lotrecht ausgerichtet und dann mit Montageschrauben befestigt. Nach dem Aufbringen der Klebe- und Abdichtungsmasse kann das Fachpersonal das Modulbauelement auf der Montagehilfslatte ausrichten und es analog zum Erdgeschoss einbauen. Dann können auf allen Etagen die Fensterflügel eingehängt werden. Zuerst jeweils unten am Ecklager, anschließend werden sie oben am Scherenlager befestigt, indem der Splint eingeschoben wird. Um den Fenstergriff anzubringen, wird dieser erst einmal in den Vierkant gesteckt. Dann wird der Fenstergriff mit den dazugehörigen Schrauben an den Vorbohrungen fixiert. Nach einer kurzen Funktionsprüfung des Griffs können die Abdeckungen für das Eck- und Scherenlager aufgesteckt werden. Die Fensterbank wird nun einfach an die dafür vorgestanzten Öffnungen geschraubt. Um Beschädigungen an der Fensterbank zu vermeiden, kann diese alternativ auch erst nach den Putzarbeiten angebracht werden. Nun kann das Stromkabel für die Rollladenkästen durch die Dichtmanschette in das Hausinnere geführt werden. Mit Hilfe des vormontierten Zugdrahts wird es vorsichtig bis zur Verteilerdose gezogen. So kann später der Elektrizitätsanschluss problemlos durchgeführt werden. Im Sockelbereich wird mit einer Perimeterdämmung, wie zum Beispiel XPS-Platten, eine Wärmedämmung angebracht und mit Dämmstoffdübeln befestigt. Oberhalb des Sockelbereichs kann mit Hinblick auf ein Wärmedämmverbundsystem zum Beispiel mit Holzfaserplatten isoliert werden. Diese Dämmung wird mit zwei Lagen Holzfaserplatten ausgeführt. Dabei überlappt die zweite Lage die Montagezarge und schließt bündig mit der Casafino One Leibungsplatte ab. Durch die bereits werkseitig an der Leibung montierte Gewebefahne kann im Anschluss direkt mit den Putzarbeiten gestartet werden. Auf diese Weise ist der Einbau sämtlicher Casafino One Modulbauelemente im Handumdrehen fachgerecht abgeschlossen. Schneller, einfacher, günstiger. Alles in One.